aber so funktionieren ja keine Ecken. Natürlich funktioniert so. Natürlich funktionieren so Ecken. Ich glaube, Hans hat keinen Bock mehr auf uns. Sorry, das müsst ihr nur einmal zensieren. Ich sag ich euch ganz ehrlich. Sei nicht beleidigt. Du musst einfach mal machen, was ihr Einmann dir sagt. Ich hab gehört nichts. Scheiß auf Glam zum Glamour oder irgendwelche Weltstars. Die Hauptsache ist, Hans-Arbeit gefällt das. Dieser Track ist für dich. Ich hoffe, du behältst, was doch wichtiger ist. Hans-Arbeit gefällt das. In Düsseldorf bei den Brotatos wieder. Also Jungs, lest mal vor, was ich euch da mitgebracht habe. 1,4 Millionen YouTube-Abonnenten. Wir blicken mit großem Stolz und Dankbarkeit auf unsere Community. Auf dem Weg zu den 1,4 Millionen Abonnenten gab es viele Schulterklopfer. Warum zitterst du aber? Aber auch die eine oder andere Ohrfeige. Heute verraten wir euch, wie wir es mit dem Aufstieg schaffen wollen. Wir sind die Brotatos. Hey Hans. Jo Hans. Wir sind Lukas und Lars und wir haben eine Kreisliga-C-Mannschaft und ich glaube, wir brauchen deine Hilfe. Übung machen wir, damit wir in Bewegung kommen. Tempo vorbei und Abschluss. Oh, Martin, wer unser Special Guest heute ist. Sollen wir mal reinholen? Ente, keine Spielchen, haut die Bälle raus. Was machst du da? Meine Güte, ey. Alle die Fresse an mir! Halt mal die Fresse! Ja! Okay. Ich freue mich, heute bekannt geben zu dürfen, dass ich Trainer der Herzen bei den Brotatos werde. Ich freue mich, mit euch gemeinsam nicht nur den Rasen zu rocken, sondern auch den Bildschirm. Ganz kurz ein Insta-Bild zu dritt. Dann posten wir und sagen so, Deal done. Hans Sapai zu FC Brotatos. Das ist doch hammer geil. Oder was sagt ihr Jungs? Boah, hammer. Hammer geil. Sagen wir das jetzt oder nachher? Dass du jetzt im Team bist? Ja. Nee, lass das ruhig jetzt sagen. Okay. Heute sind viele Leute beim Training. Was ist los? Wir haben selten so viele Spieler. Deswegen war einfach echt ein gutes Training, intensiv. Ich glaube, die Jungs merken auch heute, okay, da ist ein bisschen was in den Beinen. Vielleicht können wir Sonntag dann auch mal ein bisschen mehr laufen und das umsetzen. Ich habe mit den Jungs gesprochen und deswegen gibt es eine Ankündigung. Das ist eure Aufgabe, das anzukündigen. Pressesprecher Holzi vielleicht will ja, übernehmen. Ja, wir haben jetzt mit Hans ein bisschen Verstärkung im Team bekommen. Deswegen erstmal einen Applaus. Linksverteidiger. Ja, vielleicht sollst du mal sagen. Was für eine Verstärkung? Ja, Stürmer. Nein, da ist kein Platz mehr. Der Hans meinte, bei 40.000 Likes auf diesem Video macht er auch mal ein Kreisligaspiel für uns. Er hat selber gesagt, Trainer der Herzen, wird uns dann unterstützen, immer wann er kann. Wir werden uns da so ein bisschen koordinieren und abstimmen. Und ich glaube, mit ihm an der Seite kriegen wir auch noch mal ein bisschen mehr Fußball und Disziplin in die Truppe. Also Hans ist dafür da, uns in die richtige Spur zu bringen. Wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen und Hans bringt uns wieder auf diesen Weg zurück. Ja, gut gesagt. Also unser Teilzeitcoach. Hey Leute, ich bin begeistert. Ich werde Trainer der Brotatos, Trainer der Herzen. Aus mehreren Gründen bin ich begeistert. Erstens, ich mag einfach deren Hingabe zur Unterhaltung. Ich schätze auch einfach diese Vielfalt von deren Content. Aber das Wichtigste ist diese Community, dieser Zusammenhalt der Mannschaft und der Fans. Und ich möchte dazu beitragen, dass es stärker und noch größer wird. Wie kam diese Zusammenarbeit zustande, Hans Sapai als Trainer der Herzen bei Brotatos? Ja, du hast halt mit deiner Art und Weise einfach sofort beeindruckt. Also es hat Spaß gemacht, die Erfahrungen von dir mitzubekommen und ja, deine Art und Weise passt hier voll rein, deswegen. Und ja, das Ziel am Ende des Tages, egal ob wie wir trainieren, was wir machen, was wir alles hier machen, Spaß haben, ist der Aufstieg. Damit jeder Bescheid weiß, der Ziel ist Aufstieg. Dafür werden wir trainieren und Gas geben. Ich will aufsteigen. Ich habe das Ziel, ich denke mal, die Mannschaft hat das Ziel. Aber mittlerweile ist mein Ziel so aufgeteilt, dass wir wirklich erstmal eine Mannschaft werden müssen. Und daraufhin auch gucken müssen, dass wir wirklich das Ziel erreichen. Aufstieg. Auf jeden Fall Aufstieg. In dieser Saison steht der Aufstieg auf jeden Fall ganz weit oben. Und untereinander ein bisschen besser klarkommen. Also, dass wir noch mehr ein Team werden. Das ist ja so, das sollte ja. Das soll eigentlich das gar kein Ziel sein, das muss es eigentlich so sein, weißt du? Ja. Aber dadurch, dass es gerade nicht so ist, ist es für mich auf jeden Fall ein Teilziel. Ich habe gehört, ich muss einen Einstand geben hier. Tun wir ein bisschen feiern, aber erst, wenn wir auch mal gewonnen haben. Man muss vielleicht das ein oder andere Mal dann auch mit dem Team einheben gehen, ne? So für die Chemie, dass man sich gut versteht. So ein bisschen mal was außerhalb vom Fußballplatz machen. Ja, ein bisschen mehr Spaß in die Truppe kriegen, ja. Das ist gut, das ist gut. Auf den Hans nacken.
Kein Problem. Wir können nach Köln, in Köln können wir feiern gehen. Ja, wir können sowieso besser feiern zu gehen als Düsseldorf. Ja, wir machen einmal in Köln, einmal in Düsseldorf. Dann machen wir Vergleich. Das, was du kennst, das, was wir kennen. Boston Bars, The Walter. Das sind die Schickimicki-Läden, wo die alle sind. Schön Pike mit Hemd und so. Aber eine ganze Mannschaft dann da rein? Mit blauen Haken fallen. Ich baue ganz schnell was auf. Dann gehen wir in ein Passspiel rein, Offensive gegen Defensive. Dann gehen wir in die Standardsituation, weil das damals mir nicht so gut gefallen hat. Und dann machen wir ein Spiel. Und dann sind wir durch, okay? Nicht so viel, immer kurz und knapp. Die Jungs machen sich so warm, wie der Coach es am liebsten hat, ohne den Ball. Hans Apay, neuer Coach. Hey. New Coach. Yes. Ah, okay. Wir gehen jetzt in ein Passspiel rein. Ich habe ein Dreieck aufgebaut. Einfach passen, annehmen, weiterspielen. Und dann gibt es verschiedene Formen, die wir dann ausprobieren. Es wird dann ein bisschen komplexer. Mal gucken, wie Sie damit umgehen können. Ganz einfaches Spiel. Spielen, annehmen, aufdrehen, dorthin spielen. Aufdrehen, hierhin spielen. Den Ball immer hinterherlaufen dann. Um die Hütchen rum. Das Passspieltraining ist ja. Ich spiele dich an, du kommst entgegen, lässt klatschen, ich spiele da in den Lauf, damit du da weiter spielen kannst. Spiel's an, lässt klatschen, in den Lauf, genau. Gut, gut Boris, gut entgegengekommen, sauber spielen, aber hinter das Hütchen laufen weiter. Spielt ruhiger, bleibt ruhiger, ruhiger. Das sieht endlich nach ein Passspiel aus, nach Fußball. Hätte ich mal nichts gesagt. Ruhiger spielen, Jungs, sauber, einfache Pässe. Wenn du den klatschen lässt und du läufst nach da, gar kein Tempo. Mach ruhig, lass den klatschen und dann warte und dann kommt er den Ball und dann spielst du ihn darüber. Und warte, 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 siehst du, weißt du, was ich meine? Hast du gesehen? Weil dann bist du schon längst da, bevor der Ball überhaupt da ist. Hans ist auf uns zugekommen vor ein paar Wochen und wollte eigentlich ein Video mit uns drehen. Haben wir gesagt, gerne. Und dann haben wir gemerkt, es funkt so ein bisschen zwischen uns. Also so die Chemie ist da. Und deswegen kamen wir, glaube ich, alle drei auf die Idee, einfach längerfristig was zu machen. Ja. Oder? Ja, nee, hast du gut gesagt. Würde ich so stehen lassen. Welche Vorteile bringt es, dass ein Ex-Profispieler einer Kreisliga C-Mannschaft hilft? Ist das die Frage? Sehr viele Vorteile. Du kannst uns Spielverständnis erklären, was manchmal ein bisschen fehlt. Du kannst uns Technik beim Training, Technik beibringen. Du kannst uns halt das Fußballspielen quasi besser erklären, aus einer ganz anderen Perspektive, aus einer professionellen Perspektive erklären. Und am Schluss haben wir noch einen Mann in der Mitte gehabt, einen Zentralen, einen Sechser, Achter, der sich mal anspielen hat lassen, den Ball mit einem Doppelpass und dann ist ihm immer wieder jemand anders reingegangen. Habt ihr das verstanden? Ja. Sicher? Ehrlich. Aber weißt du, dass auch ich derjenige bin, der es wieder verbockt war? Ganz im Ernst. Wenn wir Boris nicht hätten. Ja, Luis! Ja, Junge, halt dein Maul, mach ich nicht. Es geht nicht so weit, aber man muss auch eigene Fehler so anerkennen. Soll ich euch noch mal zeigen, wie das funktioniert? Okay. Letztes Mal dachten wir ja, machen wir ein bisschen Faxen. Aber diesmal nehmen wir ein bisschen ernster. Mhm. Sonntag muss der Heimsieg her. Da hat auch jemand gesagt, so, bin ich bei der Arbeit, das ist voll anstrengend für den Kopf, muss überlegen, wo ich hin muss. Aber genau das ist das, so ist Fußball. Es ist eine Kopfsache. Es ist nicht nur Laufen, sondern die Birne muss man mitarbeiten. Desto höher kannst du spielen. Es wird nicht nur der Kopf gebraucht, sondern auch der Mund, um Anweisungen zu geben und zu coachen. Hier setzt die Mannschaft das im Passspiel überragend um. Zwei in die Mitte. Wir kommen zusammen! Was ist passiert jetzt bei den Übungen? Wisst ihr nicht? Habt ihr nicht gemerkt? Ihr habt auf einmal habt ihr miteinander geredet. Ihr habt euch selber gecoacht. Ja, du musst dahin, du musst der. Und das ist das, was im Spiel fehlt manchmal. Ihr habt euch gegenseitig gecoacht, ohne dass ich da war. Der eine hat gesagt, ey, der muss dahin, das funktioniert so. Und ihr redet auf einmal miteinander. Das ist im Spiel dasselbe. Das geht nicht nur, wenn der Spidey den Ball hat und dann macht er nur. Dann muss der andere sagen, komm, lauf dahin. Und er läuft im Weg und dann kommt der Pass. Ihr müsst euren Mund ein bisschen aufmachen. Das müssen wir hinbekommen. Ohne dass der andere
sauer ist, ohne dass wir irgendeinen anmachen, sondern nur, weil wir helfen wollen. Okay? Wir brauchen frischen Wind, sag ich dir so, wie es ist. Wir wollen hier große Ziele erreichen und jeder will das, aber gefühlt macht das keiner. Und da brauchen wir so jemanden, der dann sagt, ey, pass mal auf, Spaß kann ja sein und so weiter, ich bin ja der Erste, der dabei ist, aber irgendwo wollen wir auch unsere Ziele erreichen und da brauchen wir jemanden. Und das hat ja, fand ich, aus meiner Perspektive super mit dir geklappt, auch wenn wir da verloren haben, aber so dieser Zug, diese Hand, die von oben kommt und mal ein bisschen auch uns Vögel ein bisschen sagt, ey, das geht so nicht, du musst so oder so. Deswegen, ja, ich war von vorne weg, hab direkt gesagt, ey, holt den Hansi. Ganz kurz, sag du, aber seitdem Hans da ist, also seitdem er das erste Mal da war, haben wir kein Spiel mehr gewonnen. Aber, ich sag nicht, dass das an dir liegt. Wir haben auch nicht verloren, ne? Also doch. Das Spiel bei Trainer haben wir verloren, dass ich das hier erzähle. Nein, aber. Ja, das nur so eine Randnotiz. Aber ich glaube, das erste zählt nicht. Ich glaube, du wirst sehr viel Disziplin und Ordnung hier reinbringen können. Das hoffe ich zumindest. Das auf jeden Fall und natürlich auch fußballerisch, ne? Also, ich glaube, die Basics hast du gesehen, da sind wir nicht so gut. Die kannst du uns auf jeden Fall beibringen. Ich bin immer noch benebelt von Sonntag, ja? Das knallt immer noch. Ja, wirklich? Ja, herrlich. Warst du beim Arzt aber? Nein. Es kam ein Ball vom Gegner, ich wollte den klären, hab den Gegner angeschossen und aus einem Meter den Ball gegen den Kopf bekommen. Lag dann erstmal auf dem Boden. Kurze Unterbrechung, weil Podolski, glaube ich, Sapai umgeschossen hat. Wir spielen jetzt Offensive gegen Defensive. Da habe ich vier Defensive, also die Viererkette. Dann erstmal vier Offensive spielen lassen, dann fünf Offensive, sechs Offensive. Und wir haben kein Tor gemacht. Und dann haben die sich gegenseitig angemacht. Und da wollte ich ihnen das nur zeigen, dass das, wie schwer das ist oder auch wie gut, wenn eine Abwehr einfach steht, wie schwer das ist, da ein Tor zu machen. Hier sehen wir einfach, dass wie wir uns das Leben selber schwer machen, als über die Außen zu spielen, sondern ihn durch die Mitte gehen wieder und dann in der nächsten Szene wieder keine Geduld haben und wieder durch die Mitte passen wollen. So werden wir keine Tore machen. Die vier raus, 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 raus. Schön zu sehen, kein Tempo und will wieder durch die Mitte. Schneller spielen. Jungs, wir spielen nicht in einem kleinen Feld, macht es breiter. Aber wenn wir das jetzt schon perfekt machen würden, würden wir jedes Spiel gewinnen, oder? Und das ist, die brauchen sich gar nicht so die Vorwürfe zu machen. Da muss man wirklich klar spielen, schnell spielen, versuchen über die Außen, in die Mitte und dann da reinstoßen, um das Tor zu machen. Es ist einfach brutal schwer, wenn du eine Viererkette da stehen hast, die kompakt steht, die da richtig arbeitet. Da macht man nicht so einfach ein Tor. In diesem Spiel, ne? Gewinnt immer die Abwehr. Wenn Bundesliga das auch spielt, genau dasselbe Spiel, die Offensive schießen kein Tor. Wenig. Deswegen, das müsst ihr wissen, das ist so. Deswegen dürft ihr euch nicht selber kaputt machen. Das ist, man denkt, deswegen habe ich das gemacht, ohne euch was zu sagen, man denkt, wir sind ja jetzt 5, wir sind jetzt 6. Wir könnten das 10-4 spielen. Ihr würdet schwer haben, ein Tor zu machen, weil die 10 Spieler, die können ja nicht alle an der Linie stehen. Das ist schwer. Die, als Abwehrspieler, du brauchst nur die Mitte zuzumachen. Du brauchst ein bisschen nach da zu schieben, ein bisschen nach da zu schieben. Es ist schwer. Und das müsst ihr wissen. Das ist das, was ihr im Kopf wissen müsst. Dass es brutal schwer ist, dass es schwer ein Tor ist, damit ihr euch nicht gegenseitig kaputt macht. Aber ihr müsst miteinander reden. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Spieler da in der Viererkette, der in der zentralen Tief steht, der zwischen den zwei Innenverteidigern steht. Und derjenige, der da steht, der muss nicht nach da laufen, der muss nicht nach da laufen, der muss nur stehen. Lass die laufen, lass die immer warten. Ist eine Lücke frei, dass sie den Ball reinspielen können. Wenn die dich anspielen, dass du nur zurückklatscht, mehr nicht. Lass die ganz nach außen. Genau. Genau. Und jetzt. Gut. Aber so, ja, ist alles gut, aber gut gespielt, gut. Bleib da. Lauf nicht so viel. Weniger Lauf. Ich weiß, man will, man, ganz genau. Aber weil, wenn er sich bewegt und du bewegst dich auch, bewegst dich mit zu ihm. Wenn er sich bewegt und bleibst stehen, bist du, die eine Sekunde bist du frei.
Was glaubst du, wie wird die Community auf diese Nachricht reagieren? Die werden abgehen. Die feiern das. Also ich habe ja schon unter dem ersten Video gesehen vom ersten Spiel, wie die dich gefeiert haben oder wie die uns so in der Kombination gefeiert haben. Und ich glaube, wenn es dann halt auch noch ein paar andere Positionen gibt, die geändert werden, wird es, glaube ich, schon echt ein geiles Projekt und da habe ich Bock drauf. Ich glaube, du wirst einen richtigen Shitstorm erstmal. Nee, ich glaube, das werden alle feiern, weil wir haben ja auch die Kommentare ein bisschen gelesen. Nur ein bisschen? Ja, so viele Kommentare kann ich auch nicht lesen, aber alles, was ich gelesen habe, war sehr positiv so zwischen uns. Deswegen glaube ich, werden die Leute das feiern. Ja, safe. Wenn wir gute Arbeit alle leisten und die Chemie weiterhin so zwischen uns stimmt, wie es am Anfang tat, dann läuft es auf jeden Fall. Vor allem, wenn du uns jetzt hier da hochpushst, ne? Dann, da bist du dieser eine Funken, der gefehlt hat, um dieses Puzzle sozusagen fertigzustellen. Die ersten vier offensiven Spieler, komm! Und dann sind wir in die Standardsituation gegangen, Ecke. Und der erste Spieler steht hier. Der zweite Spieler steht hier. Komm her, Boris. Komm. Egal wer. Der zweite, nichts machen, nur hier stehen. Der dritte Spieler steht hier. Und der vierte steht hier. Ohne reinlaufen. Wir machen offensiv. Der Ball muss hier hin. Und der muss hier hin. Mach doch das Tor. Ja, darf ich doch reinlaufen, statt zu stehen? Nee, hier. Aber wieso? Der Ball, mach. Guck mal. Das ist immer so. Warte, guck mal. Guck mal, der Ball ist hier. Ob du reinläufst oder nicht. Der Ball, der kommt auf deinen Fuß. Wenn ich reinlaufe. Warte, gib mir mal einen Ball. Wenn jetzt ein Spieler, Mitspieler, dir den Ball jetzt hier anspielt, dann sagst du zu ihm, ey, ich muss erst mal reinlaufen, damit ich das Tor machen kann. Ja, aber so funktionieren ja keine Ecken. Natürlich funktionieren so Ecken. Du musst einfach mal machen, was jemand dir sagt. Der Ball kommt hier hin, wenn der Ball hier ist, mach den rein. Du brauchst nicht reinzulaufen. Du sollst nur das Tor machen. Du sollst nicht Kopfball reinmachen, der Ball kommt, reinmachen. Mehr nicht. Der hat Kreisliga B mal gespielt. Boris, halt bitte einfach dein Maul. Ja, also es war für mich was Neues. Hans hatte da wohl andere Ideen, dass wir anscheinend stehen sollen bei der Ecke, beziehungsweise für die Eckform. Und das ist bei mir halt irgendwie noch nie so gewesen. Ich habe immer gedacht, okay, man läuft rein und in ein, zwei Meter Anlauf kann höher springen, kann dabei dem Verteidiger auch ein bisschen abhauen. Und für ihn war halt eher die Übung gedacht, okay, positionieren, Balkon auf dem ersten Pfosten, abfälschen und dann direkt richtig stehen. Für mich ist das eigentlich eher mit Reinlaufen verbunden, aber er sieht die Übung so und deswegen haben wir das dann anscheinend so gemacht. Aber seine Übung und hätte ich vielleicht auch direkt dann akzeptieren müssen. Für mich war es einfach nur ein bisschen unerklärlich. Den darfst du nicht querspielen mehr. Mach ihn selber rein. Sei nicht beleidigt. Mach den selber rein. Ist vor dem 5 Meter vom Tor, da spielen wir nicht mehr quer. Ich will nur sagen, einfach mal machen, was der Trainer sagt. Vielleicht klappt das. Guter Ball. Gut, jetzt mach ihn rein. Und genau das will ich. Das will ich, dass er rauskommt und du das Tor machst. Wenn der Trainer was sagt, akzeptiert man das. Ich war auch kein wirklich trotzig sein. Es war mehr so, ey, ich kenn's anders, warum machen wir es nicht so? Also sollte nicht so rüberkommen, wie es danach draus geworden ist. Man kann reinlaufen, um ein Tor machen in der Ecke. Man kann aber auch schon im Fünfer stehen, um den Fünfer mit vielen Spielern da zu haben, um Unruhe reinzubekommen. Und wenn der Ball dann da reinkommt, dass man den Ball nur noch über die Linie drückt. Oder auch mit dem Kopf dann reindrückt. Dann ist man nicht so weit weg. Aber was weiß ich denn schon, ne? Vielleicht kann ich noch was von denen lernen. Ich bin einfach sprachlos. Aber vielleicht muss ich auch einsehen, dass die Rotatos oder vielleicht auch nur Luis aktuell untrainierbar sind oder ist. Und Traineransagen von außen in Düsseldorf Leuland sind. Da helfen meine einfühlsamen Worte ziemlich wenig. Habt ihr gute Ideen, wie ich das hinbekommen könnte? Ich glaube, Hans hat keinen Bock mehr auf uns. Als letztes haben wir noch ein Spiel gemacht. Da hat man wieder gesehen, die Spieler mit dem Leibchen, die Abwehr, wie stark sie gespielt haben, sind marschiert und die Offensiven haben kaum Torchancen gehabt und ja, ganz klar verloren. Bro, wie fandst du das Training heute? Ja, Training. What a good day. Der Training war gut,
neue Übungen gemacht. Neue Übungen ist immer schwierig, oder? Ja, schwierig, aber auch haben wir gut reingefunden. Letztes Mal war ja so, dass wir ein bisschen Faxen gemacht haben. Haben wir uns aber auch gesagt, er reicht. Nee, das stimmt nicht. Der hat diesmal keine Faxen gemacht, weil Aaron nicht da war. Deswegen hat er keine Faxen gemacht. Alleine machen ist es schwierig. Nee, die sagen auch so, er ist undiszipliniert und so. Habe ich da bei manchen sozialen Medien gesehen, weißt du. Aber kannst du mal offen und ehrlich sagen, wie hart wir doch eigentlich trainieren, oder? Einfacher spielen, schneller spielen, 2-3 Kontakte reichen. Auf einem kleinen Feld macht es keinen Sinn, dass wir uns vor dem eigenen Tor den Ball hin und her spielen. Und vor allem Tipps annehmen, Hilfestellungen annehmen. Das ist halt das A und O. Nicht immer alles als Angriff nehmen, sondern wirklich einfach als Mannschaft versuchen zu agieren. Das ist halt das A und O. Das ist das, warum eine Mannschaft auch funktioniert. Und das ist halt auch der Hauptgrund, warum wir nicht funktionieren. Klipp und klar. Ja, von außen war gut auf jeden Fall. Ne? Also ist froh, dass ich nicht mit... Ja, ich kann ja nichts anderes sagen, weil ich drinnen nicht stehe. Ich hoffe dann auch mal, dass ich im nächsten Training wieder mitmachen kann. Und dann kann ich nochmal ein richtiges Statement dazu sagen. Aber so von außen war, glaube ich, ganz gut. Nein, aber jetzt wirklich... Eine gute Trainingseinheit, die Jungs haben Gas gegeben, gezeigt, dass auch wenn man in Unterzahl ist als Abwehrspieler, dass man trotzdem nicht unbedingt ein Tor kassieren kann. Ich glaube, das hat jeder ein bisschen begriffen. Aber wir haben auch gemerkt, es gibt Spieler in der Mannschaft, die schon bei Barcelona oder Real Madrid gespielt haben, die Standardsituationen schon können und wissen, wie es funktioniert. Und deswegen, da muss ich den Jungs und der Mannschaft dann nichts mehr beibringen. Die wissen das schon. Aber... Deswegen spielen wir Kreisliga C. Wie ein Lehrgang für dich. Man lernt nie aus. Ja. Immer, immer. Auch ich als Trainer. Man lernt nie aus. Ich bin auf jeden Fall dabei. Das ist gut. Und das ist keine Flasche mehr. Das ist das Schlusswort. Genau. Tschüss. Schalt ein, Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal.